Ja, willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Part 2. Ja, wir starten wieder mitten in der Nacht. Leider, weil ich den Server laufen habe lassen, während wir versucht haben, hier diesen Part fertig zu rendern in HD und so weiter. Ja, und deswegen ist jetzt wieder Nacht, obwohl vorhin Tag war. Und wie ich im letzten Part, ich schreibe mal eben kurz zurück. Wir sind jetzt live. Oh, ja, das war ja. Im letzten Part haben wir, ja, im letzten Part habe ich gesehen, dass es bei euch um einiges dunkler ist als bei mir. Das heißt, ich müsste bald ein paar Fackeln holen, damit ihr ein bisschen mehr seht, als ihr es vorher getan habt. Ich frage ihn mal nach Kohle, ob er jetzt welche hat. Ja, frag nach Kohle. Hast du etwa Kohle? Das wäre nämlich schön, dann hätten wir nämlich jetzt schon Fackeln. Mist. Wenn du welche hast, gib sie mir bitte. Okay, alles klar. Jo, das war's. Ja, dann gehe ich jetzt auch mal in die Mine. Na, das ist schlecht. Na, was mache ich denn jetzt am besten? Ich baue mal das Dach fertig. Aber wenn ich jetzt in die Mine gegangen wäre, hättet ihr ja noch weniger gesehen, weil da drin ist ja noch weniger Licht. Weil eben da gar kein Licht hinkommt. Weil da ist weder Tageslicht noch Fackel noch sonst irgendwas. Und wenn ich da schon fast nichts sehe, dann seht ihr bestimmt gar nichts. Okay, jetzt haben wir schon mal genug Holz. Dann mache ich hieraus jetzt wieder Bretter und damit stellen wir dann dieses Dach hier fertig. Auf dass ich gerade nicht hier raufkomme. Mal sehen, ob ich darüber springen kann. Verdammt. Ach, verdammt. Ja, das ist natürlich alles Absicht. Ja, okay, nicht wirklich. Machen wir das hier eins höher. Machen wir hier noch eins höher. So, jetzt haben wir eine wunderschöne Treppe. Springe ich in den Baum? Oder springt die irgendwie? Natürlich springe ich in den Baum. Dann kann ich lange fliegen. Okay. Upsala, perfekt. Also jetzt wird das Dach fertiggestellt, damit wir tagsüber dann gar nichts mehr sehen. Ja, und nachtsüber natürlich auch. Ja, tagsüber wäre vielleicht oben ein bisschen Sonne rein. Ja, wir haben ja Fenster. Ist wurscht. So, jetzt habe ich noch 8 Holzdinger. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Vielleicht Holzboden. Das ist gut. Achso, er ist gerade wieder am Sterben. Weil er in seine Mine nicht allzu viele Stufen eingebaut hat. Ist irgendwie ein bisschen laut gerade, oder? Na, ist gut. Also, wenn ihr jetzt nichts seht, ich bin gerade in meinem Haus und versuche, den Holzboden zu bauen. Und hier sehen wir den wunderschönen, ja, Eisen, sehr toll. Ich bräuchte aber Kohle. Wir bräuchten aber Kohle. So, also links sehen wir hier einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ah ja, er hat schon neue Bäume angepflanzt, alles klar. So, dala. Dann mache ich mich jetzt auch mal auf der Suche nach irgendwo. Ja, damit wir vielleicht irgendwie Kohle finden. Also ich sehe jetzt bis jetzt noch keine großen Steinbrüche oder sowas. Einfach mal weitergehen. Es gibt ja manchmal solche Bäre, da sieht man schon von Anfang an Stein. Und das hat gerade irgendwie ziemlich. So, jetzt. Ja, hier sehen wir ein wunderschönes Schwein, das sich eine wunderschöne Blume anguckt, in einer wunderschönen Welt. Wunderschön, nicht? Ah ja, hier haben wir Stein. Vielleicht sehen, haben wir das Glück und da ist schon Kohle. Sieht aber ziemlich schlecht aus. Können wir vielleicht irgendwas? Ach du meine Güte. Hier sieht mir absolut gar nichts. Vielleicht sollte ich einfach nur die Bildschirmhelligkeit hochstellen.
Ich mach mal die Sicht, die Träger, das hat irgendwie. Ah ja, fahr, alles klar. Ich muss das auf normal stellen, so. Jetzt muss es bisschen weniger hocken. Also lecken oder was, wie auch immer. Oh ja, Kürbisse. Jetzt können wir uns einen stylischen Kürbishut basteln. Ich muss mir jetzt noch ungefähr merken, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Nicht damit ich mich wieder verlaufe. Also das war ungefähr diese Richtung, denke ich mal. Hoffe ich. Ja, sieht immer noch. Da unten haben wir wieder ein bisschen Stein. Vielleicht ist da irgendwas. Irgendwo. Geht die Sonne schon wieder unter? Nee, die geht doch gerade eben erst auf, oder? Ja, doch. Seht ihr, die Kuh gibt mir recht. Okay. Ja. Aha. Kein Schaden bekommen, warum auch immer. Ja, verdammt, wir finden noch immer keine Kohle. Dann werde ich jetzt erstmal zum Basiscamp zurückkehren. Achso, das kam jetzt nachträglich. Also irgendwie ist alles gerade ziemlich Larry. Keine Ahnung warum. Weil mehr Programme als in Part 1 hatte ich auch nicht laufen. Jetzt geht's wieder flüssig. Ja, kurze Zeit. Ist ja wurscht. Ach, wir bräuchten jetzt unbedingt mal gucken. Ja, ist. Na, ist nicht real. Da vorne ist der Strand von vorhin, also müsste in der Nähe da auch unser Haus sein. Nee, den Strand habe ich noch nie gesehen. Verdammt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verlaufen. Denn das wäre ziemlich bescheuert. Wunderbar. Hier war ich auch noch mal. Ja. Sehr toll, ich habe mich schon ein paar Zweifel verlaufen. Naja, ist ja auch wurscht. Oder auch nicht. Es ist nur einfach irgendwie wieder zurückkommen. Ich frage mal ihn nach den Koordinaten. Welche Koordinaten hat na, unsere Basis? Hab mich verlaufen. So. Ich versuche jetzt von selber wieder zurückzufinden. Auch wenn mir das fast nie gelingt. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht aufgelaufen. Nicht wie letztes Mal. Und das war dann ziemlich bescheuert. Na, ich hätte mich jetzt. Was? 9, 68, 96. Schau ich auch mal kurz. 9, wo geht's denn nach 9? Gut, dann muss ich diese Richtung. 68, bin ich ungefähr richtig. Minus. Was? Minus 56. Also diese Richtung. Und vielleicht noch. Ja, also diese Richtung ungefähr. Schnell Danke schreiben. Das macht er nicht freiwillig. Na doch, macht er schon freiwillig. Aber das. Ach, meine Güte. Was rede ich davon schon mal? Ist ja auch wurscht. Ja, irgendwie ist gerade alles wurscht. Wurscht. Ja. Super. Dadurch, dass gerade alles wunderschön leckt, komme ich kein bisschen voran. Oder nur so, sehr schwierig. Und für euch ist es wahrscheinlich auch nicht schön, wenn hier alles rumhackt und leckt und was auch immer. Was ich auch. Ah, davon ist dieser Strand von vorhin. Also von unserem Basiscamp, was auch immer. Na, da war ich hier schon mal. Bin mich bloß blöd verlaufen oder was? Ja, ich sehe schon unser Haus. Da vorne. Und ein hübsches Huhn und eine hübsche Kuh. Und ein hübscher Baum. Alles so vertraut, das kann eins bedeuten. Und wer hat Holz abgebaut und das nicht mitgenommen?
Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich White Yoshi bin und mein Mitspieler Second Yoshi. Der ist der zweite Typ, der auf unserem Kanal mitmacht. So, jetzt haben wir wunderschönes Holz. Und jetzt könnten wir eigentlich. Was macht der da? Achso. Wir könnten uns einen Keller bauen. Und erst einen Stock. Ich frage ihn mal, ob wir damit Monster machen. Machen wir dann Monster an. Punkt. Ja, weil er ist ziemlich gegen Monster, weil. Nein, ich weiß auch nicht warum. Ich liebe diese Creep. Arr! Warum? Noch nicht. Aber bald. Damit Monster macht das Ganze viel mehr Bock. Weil das ist dann richtig panisch, wenn du so ein Creeper hinterher.